Ja, hallo und herzlich willkommen. It's me, it's Alf. Ich bin wieder da. Ein neues Video, das erste richtige Tutorial in diesem Jahr. Und heute will ich einfach mal zeigen, wie man ein einfaches kleines Textintro erstellen kann. Und ja, wie das Ganze schon aussieht, habt ihr ja gerade als Intro schon gesehen. Dieses Intro will ich euch einfach mal kurz zeigen, wie das aufgebaut ist, wie man das nachbaut. Und außerdem wurde auch gefragt, wie man denn bei After Effects Sounds einbinden kann. Ja, und wie man gehört hat, ist dabei, machen wir auch. Fangen wir einfach mal an. Wir sehen hier, ich habe schon die Komposition 1 geöffnet. Und genau, jetzt hakt er hier ein bisschen rum. Gut. So, gehen wir mal mit der Auflösung auf Drittel, dann sollte es ein bisschen schneller, da ist das gut. Gut, wir haben hier den Text, kommt reingeflogen, stoppt irgendwann ab an dem Punkt und dann fängt hier so ein Lichteffekt, so ein Blur an mit Sounduntermalung und fliegt dann aus dem Bild raus. Gucken wir mal, was wir hier haben. Ich habe hier drei Videoebenen, drei Videospuren, wie auch immer ihr das mögt. Einmal den Text, Alf Tutorials. Und dann noch einmal Wusch. Das ist der Sound, der eintritt, sobald dieser Blur einsetzt. Und die Hintergrundmusik, die Background Music. Beides sind MP3-Files. Ich arbeite eigentlich nur mit MP3. Ich weiß gar nicht, man kann bestimmt auch noch mehr bei After Effects einfügen. Wenn nicht, muss man das halt entsprechend umwandeln. Gut, sehen wir uns einmal die Keyframes an. Und zwar, wenn ich jetzt die Textebene anklicke und die Taste U wie Ulrich oder Unter drücke, jetzt, dann öffnet sich alle Keyframes, die für diese Videospur oder Videoebene gesetzt wurden, beziehungsweise Textebene. So, und wir sehen, ich habe für dieses ganze Intro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Keyframes gesetzt. Insgesamt mit 7 Keyframes bin ich herausgekommen, um dieses kleine Intro zu erstellen. Und wie man hier auch schon sieht, ist hier ein Effekt drin. CC Radial Fast Blur ist der Effekt. Und da haben wir bei Amount jeweils oder insgesamt zwei Keyframes gesetzt. Und dann noch zwei Keyframes bei Deckkraft. Also Deckkraft vom Text am Ende. Und dann nochmal hier drei Keyframes. Eins, zwei, drei bei der Position des Textes. Gut, mehr ist es nicht. Würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal an, das nachzubauen und eröffnen eine neue Komposition. So, Komposition 2, 7 Sekunden. Vorgabe nehmen wir mal PAL 16 zu 9, 720 mal 576. Ich finde das immer einfacher, das dann zu zeigen. Oh, das ist jetzt ein blödes Format, aber das ist ja eigentlich egal. Nehmen wir das einfach mal. Eben habe ich in Full HD gearbeitet. Es dauert immer ein bisschen länger dann. Und für Tutorials finde ich es ganz angenehm und einfach mal zu zeigen. So, wir öffnen oder wir Tutorials. So, unsere Schrift. Ich gehe hier mal wieder auf Voll. Das ist unsere Schrift. Alf Tutorials. Absatz brauchen wir nicht. So, das ist jetzt unsere Textebene, die wir erstellt haben. Und aus dieser Textebene machen wir hier, indem wir auf den Würfel klicken, einfach mal eine 3D-Ebene. So, dann gehen wir in den Text rein, Transformation. Und alles, was wir jetzt brauchen, ist hier die Position. Wie wir sehen, wenn wir daran festhalten, den dritten Dings hier, dann schieben wir das Ganze nach hinten oder holen es weiter nach vorne. So, wir haben ja gesehen, bei mir am Anfang ist es ganz weit hinten. Geben wir mal 10.000 ein, das ist die Entfernung. Und ja, jetzt sehen wir, da ganz hinten ist es. Und wenn wir hier jetzt in der Zeitleiste gucken, passiert noch nichts. Gehen wir mal auf 1,5 Sekunden und holen das Ganze jetzt nach vorne. Wichtig, wir müssen jetzt vorne bei 10.000 die Stoppuhr anklicken, damit hier ein Keyframe gesetzt wird. Sondern wenn wir jetzt auf 1,5 Sekunden gehen und sagen, hier ist der Punkt, wo die Schrift dann verlangsamen soll,
klicken wir das erstmal an und setzen das erstmal wieder auf 0. So, jetzt haben wir unseren Text nämlich hier vorne und wenn wir jetzt gucken, kommt der nach vorne gedüst. Na? So, und dann brauchen wir noch einen dritten Keyframe und den setzen wir weiter hinten. Nicht ganz am Ende, ungefähr hier. Und wenn wir jetzt nach links sehen, sehen wir, der Text kommt weiter zu uns, er fliegt uns quasi entgegen. Und so, jetzt ist er vorbei bei minus 1512. Das lassen wir mal so. Und wenn wir jetzt durchgehen, sehen wir, aha, fliegt uns entgegen, stoppt ab und fliegt dann langsam weiter. So, das ist ja schon quasi die halbe Animation. Kommen wir zum Radial Fast Blur. Und dazu müssen wir hier in Effekte und Vorgaben, und hier ist er sogar schon, den findet ihr, wenn ihr CC eingibt, kommen wir schon Blur und Sharpen, CC Radial Fast Blur. Linke Maustaste anklicken, gedrückt halten und ihr könnt ihn entweder auf die Schrift direkt ziehen oder auf die Schriftebene. Ist völlig egal, kommt dasselbe bei raus. Und so sieht das Ganze dann aus. Bei mir öffnet sich immer oben links das Effektefenster. Könnte bei euch auch so sein. Ist es nicht da, müsst ihr einmal auf Fenster und dann auf Effekteinstellungen. Dann habt ihr das so. So. Und dieses Leuchten, diesen Blur, bestimmt dieser Amount, Menge, heißt das jetzt übersetzt, habe ich mal nachgeschlagen, die Menge des Blurs quasi. Wenn wir den jetzt hochziehen, bis auf 100 geht er, 0 bis 100, 0 ist gar nichts und 100 ist dann voll ausgeleuchtet. So, wir haben ja gesehen, wir haben den Effekt eingefügt und das Ding stand auf 50. Das wollen wir ja nicht, denn jetzt ist es am Anfang komplett. Natürlich, wenn ihr das wollt, aber so bauen wir das Tutorial oder das Intro nicht nach und deswegen setzen wir den Amount, die Menge des Lichts, erstmal auf 0 an dieser Stelle. Dann setzen wir die Stoppuhr und jetzt gehen wir bei unserer Textebene in die Effekte. Da sehen wir auch schon den CC Radial Fast Blur. Und hier sehen wir jetzt den Keyframe, den wir gerade eben hier oben gesetzt haben. Den sehen wir jetzt in der Zeitleiste bei Amount. Wir gehen ein Stück weiter vor. So, und hier setzen wir diesen Amount. Keyframes sind ja aktiviert, also die Stoppuhr setzen wir hier auf 100. So, und jetzt sehen wir schon, was hier passiert. Dann haben wir hier noch Zoom. Könnt ihr auch mal rumspielen, wenn ihr wollt. Haben wir Brightest, sieht so aus. Darkest, sieht so aus. Ich lasse das mal auf Standard, weil ich das auch im Beispiel-Intro so gemacht habe. Und Center ist quasi, wenn man draufklickt hier, legt man den, ja, das Zentrum des Effekts fest. Das liegt hier immer exakt in der Mitte. Und ja, wir setzen es jetzt mal ein Stück neben das T in meinem Fall. So, weil jetzt, wenn wir, damit diese Strahlen weiterlaufen und dieses Zentrum des Effekts aufs T raufgeht, sieht es so aus, als wenn diese Strahlen sich weiter bewegen würden. Das liegt aber einfach nur daran, da dieser Text auf das Zentrum des Effektes zufliegt. Wie auch immer dass ich das jetzt erklären soll. Aber wenn ihr das genau aus T setzen würdet, dann würde der Effekt nicht mehr so weiter scheinen. Dann wäre er starr, quasi. So. So, wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal schon mal in der RAM-Vorschau angucken, sieht das Ganze doch schon recht cool aus. So. Und ob man es glaubt oder nicht, das ist auch schon die halbe oder quasi schon 80-90% des Intros dieser kleinen Animation. Denn was wir jetzt noch brauchen, finden wir unter Projekt. Das ist einmal Background Music, fügen wir ein. Ich nutze MP3-Files, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Ich arbeite in After Effects und allgemein Beschnittsachen immer mit MP3. Warum? Weil sie mir alle meistens als MP3 vorliegen. Ab und zu auch mal eine Wave, aber hier habe ich jetzt eine MP3. Die klickt ihr einfach an, gedrückt halten und unten reinziehen. Und dann ist sie hier schon drin. Und wenn wir jetzt wieder auf RAM-Vorschau gehen, lädt er das einmal durch. Und wie man hört,
Background Color. Ich mache das jetzt nochmal ein bisschen lauter. Zeige euch das gleich. Und dann brauchen wir noch, wir gehen wieder auf die Textebene, drücken die Taste U. Und jetzt sehen wir hier unsere Keyframes. Und wir haben hier sogar jetzt bisher erst nur 5 Keyframes. Das liegt nämlich daran, dass wir die, ich habe das ja im Anfangsintro so gemacht, dass am Ende nochmal die Deckkraft runtergeht. Und zwar hier fängt an, die Deckkraft abzunehmen. Kann man machen, könnte jetzt, ich zeig's einfach mal. Gehen wir wieder raus, gehen wir wieder rein. Effekte machen wir zu und unter Transformation ist hier unten die Deckkraft. Sagen wir mal, ab diesem Punkt Stoppuhr anklicken, Keyframe wird gesetzt, Deckkraft 100%, gehen wir Richtung Ende und hier soll die Deckkraft einfach mal abnehmen. Und ganz zum Ende, oder ziehen wir den Keyframe ganz ans Ende und setzen den Door auf 0. Und jetzt sieht das Ganze so aus, dass hier ab diesem Punkt die Deckkraft auch nochmal abnimmt. So wie im Originalbeispiel quasi. Gut, dann haben wir auch die Anzahl der Keyframes erreicht. Taste U, denn ich muss jetzt wissen, wo mein Blur losfliegt. Und zwar hier. Die beiden Keyframes, das sind der Blur. Und an diese Stelle müssen wir jetzt die nächste Sounddatei whoosh.mp3 platzieren. Die ziehen wir auch einfach hier unten ganz nach unten. Und jetzt sehen wir hier, können wir einfach, das ist der gesamte Sound, den können wir verschieben. Und wenn wir hier jetzt runtergehen in Audio und hier auf Wellenform gehen, haben wir hier auch gleich die Wellenform. Die können wir jetzt müssen wir das Fenster einmal ein bisschen anpassen, damit wir mehr sehen. So, wir haben ja hier vom Amount und so, ich setze ungefähr hier den Höhepunkt. Den setze ich ungefähr auf diesen Keyframe, das heißt, ich muss ein bisschen weiter so, ja, vielleicht ein bisschen viel. Hören wir uns das Ganze mal an, in der RAM-Vorschau. Ja, das passt. So, und was man natürlich auch noch machen kann, die Background-Music am Ende könnte schlagartig aufhören, vielleicht nicht ganz schlagartig, da können wir auch wieder Keyframes setzen. Wir gehen hier in Background Music rein, Audio. Und jetzt haben wir hier den Audio-Pegel, den setzen wir ungefähr hier, am Ende sage ich da, fangen wir an. Und kurze Zeit später, vielleicht nicht ganz am Ende, wollen wir den Audio-Pegel auf 0 haben. Das sorgt jetzt dafür, dass die Musik, die ja eigentlich viel, viel länger als 7 Sekunden ist, dass sie hier leise wird und am Ende dann aus ist. Minus 48 Dezibel ist eigentlich aus und ja. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial so ein bisschen was zeigen. Ihr habt was gelernt und wie immer, wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Jetzt fange ich auch noch an wie andere YouTuber. Nein, das tue ich nicht. Alles wie immer, Fragen in die Kommentare und ich beantworte sie gerne. Ich mache dann auch wieder gerne ein Tutorial dazu. Das war's von mir. Ich sage wie immer vielen Dank für alle Leute, die bis jetzt zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal.